Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Don't Starve. Ihr wundert euch wahrscheinlich, oder vielleicht auch nicht, warum wir auf einmal einen Helm aufhaben. Das hatten wir letzte Folge noch nicht. Und warum hier so viel Zeug rumsteht, unnützes, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Hier, das und das. Oh, hier haben wir Fleisch aufgehängt zum Trocknen. Das können wir jetzt mal harvesten. Small Jerky mal direkt snacken, was das bringt. So, da fühle ich mich hier direkt mächtig. Nee, der Punkt war... Ich bin zurzeit bei meiner Mutter und hatte vergessen, hier die Folge aufzunehmen und habe dann gestern die mal aufgenommen, aber irgendwie, ja, war das mit dem Speichern nicht so optimal und ja, die Folge existierte dann nicht auf meiner Festplatte, was ein bisschen blöd war. Und dementsprechend habt ihr jetzt ca. 20 Minuten verpasst, was hier so passiert ist. Wir hatten hier ein ziemliches Problem mit all dem, mit dem Geisteszustand, aber wir haben auch unser Zeug hier hinten wieder geholt, also da liegt gar nichts mehr rum. Dafür haben wir nur zwei Schweine geopfert. Aber okay, dafür hat man die Schweine ja. Die kleinen Schweinchen. Ja, und der Plan für die Zukunft, der existiert nicht so wirklich. Aber ich glaube, wir werden jetzt hier erstmal was in den Crockpot tun. Wir bringen erstmal das Vögelchen um. Tun wir mal hier das rein. Und eine Karotte. Und Beeren. Können wir das kochen? Natürlich können wir das kochen. Mal gucken, was da rauskommt für eine Schweinerei. Lecker ist das bestimmt nicht, aber ja. Das interessiert mich gerade reichlich wenig. What is strong like me? Jo, was braucht man noch? Wir brauchen... Was wollte ich machen? Ich wollte gerade irgendwas machen. Genau, ich wollte eine neue Vogelfalle... Oh, mein Essen ist fertig. Ich wollte eine neue Vogelfalle basteln. Dafür brauchen wir natürlich Spinnenweben. So, Spinnenweben. Fallen. Survival. Bird. Oh, wir brauchen vier davon, okay? Das heißt, wir müssen Spinnen bekämpfen gehen. Unser Leben ist aber mehr als nicht so optimal zurzeit. Oh, er hört Puppies. Das ist nicht gut. Weil wenn er Puppies hört, sind das meistens diese Hundewichsviecher. Ich meine diese lieben Hundchen, ja. Die so super, super fluffy sind. Was brauchen wir denn für eine Holz... für eine Logsuit. Okay, wir brauchen mehr Holz und mehr... Dings, okay, Seile können wir uns machen. Seile, refine, hier. Build. Haben wir in der Truhe noch Holz rumfliegen? Wahrscheinlich nicht, wenn man das in Bretter verarbeitet. Ja, natürlich nicht. Aber dann können wir mal gerade hier, Axt. Komm schon. Oh, und da ist das Wildschwein-Scheißvieh. Ich laufe jetzt mal mit den beiden Tasten. Oh nein, ich will doch nicht sterben. Ich will doch noch nicht sterben, ich bin doch noch so jung. Ja, scheiße, ich glaube, wir sterben gerade. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja schlecht ewig vor denen wegrennen. Okay. Okay. Ihr könnt mich alle mal. Geht weg. Also ein Helm scheint relativ viel zu bringen. Er scheint verdammt viel zu bringen. Also nächstes Mal bauen wir jetzt so schnell wie möglich so einen Helm. Okay, aber ich glaube, wir werden diesmal trotzdem drauf gehen. Wir sind nicht drauf gegangen. Ja, optimal. Ja, Spinne, komm ran. Ich mache jetzt auch noch Platz. Platz. Ich mach dich Platz, Junge. Also dieser Helm ist übertrieben geil, würde ich mal behaupten. Okay, aber wir müssen jetzt trotzdem was fressen. Hier ganz viele Nahrungsmittel reinballern, weil wir haben jetzt kaum noch Leben. Oh, Meatballs gab das. Wir brauchen Nahrungsmittel. Und hier erstmal noch ein bisschen Kohle reingehauen. Hier, kochen. Kochen, alles kochen. Ja, das haben wir hier doch. So ein Footballhelm, der scheint einiges zu bringen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Das morgen werden wir uns noch Holz besorgen. Und haben dann einen Holzsuit. Wir müssen dann mal gucken, wo wir Marble herbekommen, weil wir haben zwar ein bisschen Marble, aber das war's ja auch schon. Yeah, man. Ich finde, er sieht übrigens absolut lustig aus mit seinem Helm auf. Was macht er denn jetzt? Will er schleichen oder was? Okay, unser Geisteszustand ist mal wieder miserabel. Magic. Amplified Magic war auf die Top-Held. Können wir eigentlich science-mäßig noch? Okay, wir brauchen erstmal ein bisschen Holz. Wir brauchen erstmal ein bisschen Holz. Das holen wir uns jetzt. Währenddessen trinke ich einen Schluck Kaffee. Ja,
Stoff, komm schon. Und Holz. Holz ist die Devise. Mehr Holz. Wir müssen schließlich einen Holzzug bauen. Sieht bestimmt lustig aus, wenn wir den anhaben. Examin, Thema, Meschische. Meschische. Ist diese Meschische, ja? Diese, wie kann man hier kaufen, eine Meschische? So, hauen wir den auch noch um. Dann hauen wir den nicht mehr um. Auch gut. Ja, das Zeug sammeln wir noch ein. Ne, Dark Petals will ich nicht haben. Die machen mich nur Bier im Kopf. Und Bier im Kopf ist alles andere als gut. So. Nein, nicht hinlegen. Du sollst die pflanzen. Können wir die? Können wir? Komm. Plant. Lop. 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 Okay, den letzten können wir auch noch pflanzen. Wunderbar. Gut, dann bauen wir uns jetzt einen Holzsuit. Bei der Unterwaffen der Survival. Sleep Dart, Locksuit. Wunderbar, dann legen wir den Rucksack jetzt erstmal hin und ziehen den an. So. Weil da sind meine Bretter drin. Ich glaube, ich baue noch eine zweite Truhe. Truhe, Survival, nee, Structures wahrscheinlich. Da hinten kommt ein normales Schwein. Ich habe hier schon Angst, wenn ich solche Sachen sehe. Der Wooden Flooring braucht doch kein Mensch. Komm einfach mal hier daneben. Einfach mal direkt daneben. Und da tun wir dann hier unser Schweinefluff rein. Und unsere Guane. Und das. Und Papyrus. Und eine Spitzhacke können wir mal mitnehmen. Okay, das reicht erstmal. Und dem. Oh, Spinneneier hier. Direkt mitnehmen. Spiderweb auch mitnehmen. So, Schwein, wir gehen jetzt mal auf Mission. Mist, wo ist mein Fleisch? Hab ich kein Fleisch mehr. It's small and broken now. Alter, was ein riesen Spinnen. Oh, da sind aber viele drin. Ich würde mal sagen, wir holen uns Fleisch. Und dann ballern wir erstmal diese Spinnen. Also mit dem Fleisch holen wir uns natürlich die Monsters, also die Schweinchen. Komm, öffne die Chest. So, meine Schweinefreunde. Guck mal hier. Du willst doch hier. What do you got? So, jetzt brauchen wir noch einen. Den dicken hier oben. Auf, komm her. Gut. Dann legen wir den Rucksack jetzt hier hin. Und. Speer. Und los geht's. Auf, meine Schweinefreunde. Auf sie mit Getrüll. Nee, it's small and broken now. Wow. Hallo, wo sind meine Schweinefreunde? Schweinefreunde! Okay, legen wir es mit zwei gleichzeitig an. Auf den Kopf! Ist eingeschüchtert oder was? Auch gut. Gut. Alles meins. Okay, jetzt sollten wir keine mehr angreifen, weil unser Leben ist so ziemlich im Arsch. Ja, jetzt laufen die mir nach. Ist doch blöd. Ihr sollt mir doch gar nicht nachlaufen. Nein, muss nicht sein. Ich glaube, wir machen uns auch gerade mal eine Axt und holen hier noch ein bisschen Kohle ab. Okay, für die Axt habe ich keinen Platz. Das ist eher suboptimal natürlich. Hilfe! Oh, da ist mein Rucksack. Gut. Das ist doch schon besser. So. Jetzt füttern wir unser Feuerchen mit ein bisschen Licht. So, wunderbar. Wir haben allerdings nicht mehr viel zu essen. Das heißt, morgen müssen wir uns erstmal Essen besorgen. Oh, die Nacht ist jetzt auch wieder länger geworden. Interessant. Doch. Das kann man alles kochen. Ey, mein Geisteszustand ist alles andere als cool.
kann man machen hier? Survival. Backpack Hammer. Biggie Bag brauchen wir nicht. Umbrella. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Fishing Rod. Thermostone. Ja, keine Ahnung, was das ist, aber das können wir ja eigentlich mal bauen. Das, was ich da gerade grunzen gehört habe, war übrigens ein Hund, kein Schwein. Was gibt's hier so? Amulette. Oh, Freeze Enemies. Oh, ein lifegebendes Amulett. Nightlight, One Man Band. Okay, kann man sich dann auch ein Dach oder eine Tür oder so bauen? Wahrscheinlich nicht. Survival, hier, Thermostone. Bauen wir nochmal. Was kann der jetzt? The sound. It's like my hair. Okay. Der Stein ist wie sein Kopf. Interessant. Das sind Informationen, die ich auf jeden Fall brauchte. Wir machen jetzt erstmal hier das Haus kaputt. Während wir hier verrückter und verrückter werden im Kopf. Aber wir haben schon hier 18 Tage, meine Freunde, ja. 18 Tage! Damn. Okay, da gehen wir vielleicht nicht hin, da guckt uns wer so komisch an. So. Ein bisschen Licht. Was gibt's denn noch hier? Essen. Essen ist momentan wieder mal so ein bisschen. Story Umbies, Improved Farm. Wir könnten hier mal nach Manur suchen, nach Buku. Wo könnte es das denn geben? Hier sind keine, das weiß ich. Aber wir können ja mal hier hochgehen und von hier oben dann ein bisschen erkunden. Ja, ich glaube, das ist jetzt unsere Mission, wir gehen da hoch. Und dabei snacken wir ganz viel, dass unser Leben wieder voll wird. Und ja. Ich habe keine Ahnung, was dieser Stein macht, um ehrlich zu sein. Aber er gefällt mir, er leuchtet jetzt hier rot. Vielleicht weiß man dadurch, wie warm oder kalt es ist, oder keine Ahnung. Keine Ahnung, meine Freunde. Keine Ahnung. So. Gibt es hier nicht auch Salben, die uns nochmal ein bisschen aufheilen? Da brauchen wir aber... Asche brauchen wir dazu. Haben wir noch irgendwo Asche? Okay, ich will jetzt eigentlich nicht gucken, weil ich Angst habe, wenn ich gucke, kommt was Böses aus dem Dunkeln und bringt mich um. Ja. Gibt es eigentlich auch irgendwas um den Geisteszustand hier? Oh, ein Miner Head. Das wäre doch geil. So ein Miner Head. Ich glaube, so ein Miner Head müssen wir uns irgendwie mal zulegen. Aber jetzt ist es erstmal wichtiger, dass unser Geisteszustand wieder irgendwie in Fahrt kommt. Open Chest. Haben wir Asche. Lass mich Asche haben. Ah, nur eine Asche. Okay, das ist eher suboptimal. Aber okay, wir gehen jetzt einfach mal runter in das Wurmloch. Hoffen, dass unser Geisteszustand noch einigermaßen okay bleibt, bevor uns hier alles über den Kopf zusammenbricht. Und ja. Hier sind Bären, die nehmen wir mal schnell mit. Was ist denn das? Okay. Das war, glaube ich, schon die erste Kreatur von diesen, von den Sachen, die ich hier wegen der Nacht, wegen meinem Geisteszustand habe. Krass. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, das hier ist nur ein normaler Vogel. Vor dem brauchen wir keine Angst zu haben. Ich will nicht drauf gehen. Komm, 20 Tage geht. 20 Tage sollte doch eigentlich gar kein Problem sein, okay. Wir sind gleich da. Wir laufen hier so einen Dreckstruthahn rum. Ich glaube, hier ist der Weg. Das heißt, hier ist auch gleich irgendwo das Wurmloch. Hier sind nochmal Bären. Wurmloch, wo bist du? Auch rechts von uns. Dann gehen wir. Da ist doch das Wurmloch. Wir nehmen auch hier kurz noch die Bären mit. Nehmen wir mit, habe ich gesagt. So, also das Wurmloch. So, mal gucken, ob das uns Geisteszustand kostet, wenn wir durch so ein Wurmloch reisen. Wahrscheinlich schon. Ja, und zwar ganz schön massiv Geisteszustand, sehe ich gerade. Oh, was ist hier? Hier rennt doch bestimmt irgendwo wer rum, der mich umbringen will. Wenn nicht, wunderbar.
habe hier meinen ersten eigenen Garten. Also er ist nicht mir, aber also jetzt ist er schon mir. So. Da ist eine Schaufel. Aber für die habe ich aber keinen Platz mehr. Scheiß drauf, geile Sache. Wunderbarstens. Was gibt's hier noch so? Außer Wald? Gibt's hier irgendwas? Nee, Moment, wir haben doch bestimmt Samen dabei. Oder irgendwas, was wir einpflanzen können. Können wir irgendwas einpflanzen? Nee, wir pflanzen Beeren ein. Nein, das geht nicht. Aber Karotten können wir einpflanzen, oder? Haben wir Seeds dabei? Seeds müssen wir aber einpflanzen können. Natürlich können wir Seeds einpflanzen. Wunderbar. Du Schwein, ist das deine Farm oder was? Finde ich cool. Können wir jetzt teilen? Ist jetzt meine. Ja. Du hast da kein Mitspracherecht, das glaubst du aber. So, hier oben ist auch noch was. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ich meine, wir könnten auch so ein bisschen Brandrodungen. Oh, Blümchen mitnehmen. Blümchen sind wichtig. Und hier sind Spinnen. Mit denen wollen wir uns jetzt nicht anlegen. Aber hier die Beeren nehmen wir mit. Hier scheinen noch mehr Spinnen zu sein. Okay, so fürs Erste scheint es hier ganz eine ganz nette Gegend zu sein, ja. Nachbarschaft ist nicht die beste mit den ganzen Spinnen, aber mein Gott. Man kann halt nicht alles haben, ne? Gold gibt's hier auch noch. Ja, verpiss dich mal. Dich mag hier keiner. Hier sind noch mehr Beeren. So, und hier ist meine kleine Farm, ne? Setzen wir. ja. Das können wir auch abernten. Oh, mein Mighty Arms, ja, das pflanzen wir mal nur ein, ist doch gar kein Problem. Ist doch gar kein Problem, mein Freund. So, ich will jetzt eigentlich nicht durch das Wurmloch zurückreisen, weil wenn ich das tue, bin ich, glaube ich, instant tot. Also, was heißt instant tot? Ich habe instant keinen Geisteszustand mehr. Und das heißt, diese Riesenkäfer und so werden sich manifestieren und mich töten. Und ich glaube, ich kann dagegen auch nicht wirklich was tun. So, einsammeln. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Und das hier können wir alles nehmen. Oh, mein Geisteszustand leidet natürlich wieder mal massivst. Feuer, wir brauchen Feuer. Komm schon, hier muss doch irgendwo ein Feuerchen gehen. Wunderbar. Hier, normale Blümchen. Erstmal gesnackt. Das Feuer machen wir erstmal ein bisschen größer. So, ziemlich groß. Und dann kochen wir alle unsere Beeren und fressen die alle auf. Alter, diese Spinne geht mir jetzt schon auf den Blatt. Du wirst nicht näher kommen, Spinne. Für den Fall der Sache, dass die Spinne näher kommt, wechseln wir gleich mal auf den Speer. Ich will nämlich nicht abkratzen. Ich habe noch so ein bisschen was vor. Komm schon. So. Nur aus Sicherheitsgründen. So, jetzt lecken wir alles weg und dann wir Mighty. Ja, ein Mighty Gen. Gut, ja. Es ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass hier der Geisteszustand immer noch sinkt. Oh, steigt der, wenn ich esse? Nö, scheinbar nicht. Zu viel Hoffnung gemacht. Das können wir mitnehmen. Ja, mir kann jetzt keiner was. Ich bin nämlich Mighty, ja. Was ist eigentlich das hier? Ah, what a ugly potato. Was kann das denn? Ich habe keine Ahnung, was das kann. Karotten? Können wir eigentlich auch mal grillen? Grill die Karotten. Können wir nämlich auch zur Not noch snacken. Ah. Okay, mein Geisteszustand geht tiefer und tiefer. Gibt es eigentlich hier Tres? Rabbit Earmuffs. Ja, so ein Scheiß braucht doch kein Mensch. Ich meine, ich habe alles, was ich brauche. Ein Baseball-Hat. Papyrus, Cutstone, Boards. Bitte, Hilfe. Irgendwer hier? Ist ein Licht? Oh, 34. Oh mein Gott, wir brauchen dringend Geisteszustand. Und ich habe keine Ahnung, wie man Geisteszustand am besten zurückbekommt. Außer halt mit Forschen. Und ja, wir haben halt nichts mehr, was wir erforschen können. Das ist nicht gut. Wir müssen hier
Können wir die irgendwie kaputt... Ja, mit dem Hammer können wir die doch kaputt machen. Das nehmen wir uns erstmal die ganzen Bären noch wieder auf. Komm schon, Bert. Tag, bitte. Hallo, Tag. Tag, bitte. Ich hab Angst. Oh oh, mein Geisteszustand ist... Okay, das greift mich an und ich kann nichts dagegen tun. Das heißt, ich bin endgültig in dem Zustand, wo mein Kopf kaputt ist. I will punch you, ja, das bringt dir aber nichts. Hilfe! Ich will doch nicht sterben. I will punch you, you're evil. Wow, 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 was ist der? Nein, ich will nicht sterben. Ich sterbe nicht. Was ist das denn, alles Ekliges? Können wir, was passiert, wenn wir das hier da reinschmeißen? Könnte es Tag werden? Danke. Jetzt habe ich nicht mehr ganz so viel Angst. Ah, mein Geisteszustand. Okay, der ist wieder gestiegen. Weil wir es scheinbar geschafft haben, so eins der Monster zu schlagen. Also man kann die dann auch attackieren. Ist gut zu wissen, kann ich das hier? Scary stuff. Ja, das habe ich auch schon gecheckt. Gut, ja. Hier sind Bären, die werden mitgenommen. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Das wird ja alles schon wieder so duster, gräulich. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass mein Geisteszustand ganz weit weg ist. Wo er definitiv nicht sein sollte. Pick up petals. Ja, nee. Wenn du nicht mitnehmen willst, nimmst du die nicht mit, ja. Und hier erstmal gesnackt. Kannst du die auch mitnehmen? Wenn die nämlich essen, dann geben die uns nämlich ein Herz. So, mir fällt gerade so auf, wir haben schon hier 22 Minuten. Und dementsprechend sage ich jetzt mal bye bye. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play Don't Starve. No, speichert auch nochmal, wunderbar. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Bye bye.